Hallo und herzlich willkommen im Lager von Pandoras Box, unserem kleinen Onlinehandel für gebrauchte Klemmbausteine. An unserem Lego-Freitag habe ich euch heute gebrauchtes Lego mitgebracht. Und zwar ein unglaublich cooles Projekt aus der Schweiz. Rebricks. Hierbei geht es darum, dass in einem Non-Profit-Projekt Klemmbausteinspenden gesammelt werden. Klemmbaustein deshalb, weil auch Steine alternativer Hersteller erlaubt sind. Und im Zuge dieses Projektes werden die Steine gewaschen, sortiert, aussortiert, auf Funktionalität überprüft und in diesen schicken Kartons hier verpackt und zum Kauf angeboten. Dieses Projekt ist zurzeit nur auf die Schweiz begrenzt. Ich habe hier das große Glück gehabt, dass ich die Leonie kennenlernen durfte, die dieses Projekt mit initialisiert hat, jetzt leider nicht mehr mit dabei ist, sondern das abgegeben hat an die Camila. Liebe Grüße an euch beide, falls ihr dieses Video hier seht. Und mir hier freundlicherweise zwei Kartons nach Deutschland geschickt haben davon. In jedem Karton sind 1 Kilo Klemmbausteine, die in der Schweiz von Privatpersonen gespendet wurden, hingeschickt wurden. Und zwar an die Sense E-Recycling Gruppe, die dort nämlich erstmal sammeln. Eigentlich ist das eine Firma, die sich auf nachhaltiges Recycling von Elektrogeräten spezialisiert hat, die aber hier in diesem Projekt mitwirken. Hier haben wir das ein bisschen aufgeschrieben. Ich habe hier einen Spickzettel liegen. Die sammeln das Ganze. Wenn genug zusammen ist, geht das Ganze dann an die Stiftung RGZ. Das ist eine Gruppe, die sich einfach ja, mit Menschen mit Mehrfachbehinderungen, mit geistiger, körperlicher Behinderung oder auch mit Menschen, die einfach in sonstigen Art und Weisen in irgendeiner Form eingeschränkt sind, beschäftigt, befassen, für die Projekte ins Leben rufen, Wohngruppen betreuen und, und. Und dort sitzen dann Menschen mit eben solchen Einschränkungen, die diese Steine erstmal grundlegend reinigen. Als Ersatzteilehändler kann ich euch sagen, das ist meistens bitter, bitter böse nötig. Und die dann aussortieren. Es werden starke Beschädigungen, Brüche etc. wird raussortiert. Es wird jeder Stein, hat mir Leonie erzählt, wird auf eine Platte gesteckt und überprüft, ob diese Steine wirklich noch halten und was dann nicht mehr passt, wird aussortiert. Dort werden die dann auch verpackt, zugeklebt und dann geht das Ganze an die Migros. Die Migros ist in der Schweiz eine Detailhandelsgesellschaft. Ich kannte dieses Wort auch noch nicht, das ist kein mehr in Deutschland übliches Wort, obwohl es ein altes ist, das tatsächlich in Deutschland auch verwendet wurde, ist im Prinzip aber eine Einzelhandelsgesellschaft. Zum Vergleich hier, vielleicht nicht von der Größe her, aber ähnlich wie zum Beispiel die Rewe oder die Edeka-Gruppe. Und die übernehmen dann den Vertrieb. Jede Box kostet 24,90 Euro, nicht 24 Euro, sondern 24,90 Schweizer Franken. Als Klemmbausteinhändler kann ich euch sagen, das ist geschenkt. Selbst gebraucht kriegt ihr mittlerweile Lego nicht unter 70, 80 Euro, wenn ihr euch die Teile wirklich aussuchen wollt. Man hat auf eBay Kleinanzeigen von privat wirklich wilde Konvolute, die nicht sortiert sind, liegt man im Bereich 20 Euro. Da habt ihr aber das, was hier schon gemacht wurde, im Prinzip an Arbeit noch drin. Und ich kann euch sagen, bei diesem Verkaufspreis hier verdient wirklich niemand etwas dran. Zumal dieses Projekt auch die Versandkosten übernimmt. Das heißt, wenn ihr irgendwo in der Schweiz sitzt und ihr wollt Steine spenden für dieses Projekt, dann wird euch ein spezieller Versandbeutel geschickt. Dieser Versandbeutel ist schon für euch frankiert. Das heißt, auch das Porto zu den Sands E-Recycling wird übernommen über dieses Projekt. Ihr zahlt nichts, ihr müsst nur Steine einpacken. Und dann könnt ihr das Ganze letztendlich bei der Migros kaufen. Und was euch da jetzt alles erwartet, gucken wir uns jetzt mal zusammen an. So, ich habe hier mal einen der Kartons aufgemacht und einfach mal ausgekippt. So 1 Kilo Klemmbausteine kann man ja noch gut überblicken und ein bisschen Klemmbausteingeschäppere für euch. Was ist hier nun drin? Also wir haben hier erstmal eine der älteren Baseplates, die sind aus den 60er Jahren. Das sind noch die mit den abgerundeten Ecken. Die ist hier auch in einem ziemlich guten Zustand erhalten. Ja, ist eine super Sache, eindeutig gereinigt worden. Hier ist ein Stud kaputt. Das ist etwas, das man wirklich verschmerzen kann. Es sind gebrauchte Klemmbausteine. Natürlich haben diese hier auch ein paar Spuren der Nutzung. Ich sehe hier auch schon direkt, dass einige Steine
dabei sind, die hier kein originales Lego sind. Der hier hat tatsächlich auch schon ziemlich gelitten, der ist schon ganz schön abgegriffen. Auf der Noppe hier steht kein Hersteller. Tatsächlich habe ich diese Noppenform mit den offenen Noppen, ich hoffe, ihr könnt das hier sehen, auch noch nicht gesehen. Frage ich mich so ein bisschen, was das für ein Hersteller ist. Das ist ein interessantes Teil. Wer kennt es nicht? Alte Space-Sets. Wundervolles Ding, habe ich hier auch schon mal auf dem Kanal vorgestellt. Das ist auch ein Teil, das je nach Zustand, je nach Farbe, legt ihr hier zwischen 3 und 9 Euro hin für das eine Stück. Also dann habt ihr schon fast den Gegenwert, das drin mit einem so ein Teil. Das haben wir hier noch. So, wir haben jede Menge Slopes dabei, wir haben klassische Plates dabei. Diese hier ist wahrscheinlich durchgerutscht. Die ist doch noch relativ dreckig. Da ist aber die Frage dabei, ob das überhaupt abgeht. Ja, wenn man das mit dem Fingernagel abkratzt, dann lässt sich da noch was lösen. Hier wäre wahrscheinlich eindeutig eine stärkere Reinigung notwendig gewesen. Mehr Plates haben wir hier. Plates auch in verschiedenen Farben. Neuere Farben sind mit dabei, ältere Farben. Sind also wirklich gemischte Konvolute, die hier auch reinkommen. Ich sehe, dass einige der Steine haben kleinere Macken. So typische Spielecken hier zum Beispiel. Da sind mal zwei Steine aneinander geschlagen. Das ist alles nichts Schlimmes. Das ändert die Bauart, die Verbaufähigkeit hier auch nicht. Wir haben große Bricks dabei. Das ist immer schön. Die machen nämlich eine Menge Sinn, auch wenn die mal nicht mehr so toll aussehen. Man braucht sie immer und immer wieder als Stützstrukturen da drin. Auch diese Plate, ganz klassisch, kennt ihr einige andere von euch noch, war zum Beispiel bei den Rock Raiders, waren die in Dark Ray drin. In einigen der Rittercells, Fledermausburg zum Beispiel, waren die hier auch in dem Grün mit drin. Das ist auf jeden Fall also eine Sache, die echt interessant ist. Wo ich gerade von den Rittern spreche, guck mal. Das ist ein Teil, das mag ich echt gern. Dem fehlen hier die Flügel, aber die Clips sind dran. Schnauze ist auch komplett drin. Es ist der vollständige Drache. Auch der Schwanz hier hinten ist nicht zu lose. Die Hände sitzen auch recht straff. Der ist super, ist auch so ein Teil, je nach Zustand. Ja, zwischen 5 bis 10 Euro. Also der geht schon ins Geld. Also haben wir hier schon zwei Teile, die auch wirklich recht hochpreisig sind hinten dran. Wir haben noch mehr Plates. Hier haben wir etwas. Oh, das ist dazwischen. Das ist kein Lego. Das ist auch tatsächlich gebrochen. Das sieht irgendwie aus wie von einer, also von irgendeinem Traktormodell oder so. Sieht das aus wie hinten die Ladeklappe. Das ist aber auf jeden Fall kein Klemmbaustein. Das nehme ich mal raus an der Stelle. Also das ist da dazwischen gerutscht. Hier haben wir wieder Slopes, auch in einem schönen Zustand. Trans Light Blue hier an der Stelle. Ganz, ganz wenig Kratzer dran. Also das ist wirklich super. Was haben wir denn hier? Star Wars, ihr ganzen imperialen Freunde da draußen, kennt ihn doch auch. Hier fehlt der Helm, aber auch das ist eine Figur. 3 bis 5 Euro selbst ohne Helm kann man hierfür bekommen. Unter Umständen mit dem Helm ist es einen kleinen Tacken mehr. Also die drei Teile hier drin, das sind schon, das ist schon, damit hast du den Preis von der Box schon dreimal wieder drin. Also das ist super. Hier jede Menge Plates mehr. Die Teile können Verfärbungen aufweisen. Hier habt ihr zum Beispiel eins von den alten Fenstern. Das würde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich es im Shop stellen würde, würde ich hier den Vermerk reinschreiben, dass es sich schon 10 verfärbt hat. Also dass hier die Verfärbung auch schon stärker fortgeschritten ist. Das Teil selbst ist aber in einem guten Zustand. Selbst die Scheibe hier vorne ist recht gut erhalten. Das funktioniert an der Stelle. Wir haben Fliesen dabei, die können natürlich ordentliche Kratzer haben. Das ist sehr typisch für Fliesen, gerade in dieser Art der Verpackungsmethode. Hier sind zwei Plates. Oh, die sind wirklich. Oh. Die sind wahrscheinlich hier durch die Kontrolle gerutscht. Also die sind wirklich richtig fertig. Die hätte ich jetzt eher nicht reingelegt. Das ist nicht ganz so toll. Aber das sind zwei kleine Teile in so einem ganzen Konvolut. Das passt für mich auch. Was haben wir denn hier? Ist auch kein Lego Mini-Steck. Mini-Steck. Hat das schon mal jemand von euch gehört? Mir sagt das gar nichts. Also hier hätten wir schon mal das zweite Teil. Oh, das hier auch kein Lego. Das Playmobil. Das ist super. Würde ich keiner Lego-Figur in die Hand drücken, weil die Griffe etwas größer sind und die Hände der Lego-Figuren dann gerne platzen. Aber okay.
Ist ja auch nicht schlecht, kann man trotzdem weiter benutzen. Äxte, die sind auch nicht ganz so günstig. Was haben wir hier? Minifiguren, Zubehör. Hier ist nochmal Playmobil, eine Feuerwehraxt. Ist ja auch überraschend, über den ganzen Shop habe ich auch mehr über Playmobil gelernt, als ich dachte. Haben hier weitere klassische Bricks. Eine von den älteren Türen, die ist auch extrem gut erhalten. Die hat wenig Kratzer drauf. Das funktioniert also an der Stelle. Die sieht auch echt gut aus. Das ist auch super. Jetzt haben wir hier noch eine Minifigur. Das ist schön. Das ist eine von den klassischeren. Und hier liegt noch ein Nexo Knight. Das ist auch ziemlich, ziemlich cool. Hier ist ein Stein dabei. Der ist, glaube ich, auch nicht von Lego, dürfte aber kompatibel sein. Der war komplett mit einem Aufkleber überklebt. Hier sieht man noch die Reste vom Aufkleber. Dann haben wir noch mehr Plates. Was haben wir denn hier noch? Oh, das sind auch interessante Teile. Das hier sind Elemente, auf denen früher Schienen gesteckt wurden. Die werden auch schon ewig und 3 Tage nicht mehr hergestellt. Das genaue Datum habe ich gerade nicht im Kopf. In der Regel sind hier die Clips abgebrochen, wenn ihr die bekommt. Also das ist auch eine coole Sache. Können wir mal noch Spaß. Trans Pink. Kaffeebecher, die sind nicht häufig, also das ist eine Sache, die ist auch cool hier drin. Dann haben wir hier noch eine Minifigurenkapuze. Oh, hier ist wieder ein Fremdstein. Was haben wir hier? Oh, das habe ich schon mal gesehen, das Logo. Aber das kann ich gerade nicht zuordnen. Hier ist auch noch, wahrscheinlich war das mal ein Aufkleberrest, der hier drauf war. Der Stein klebt noch so ein bisschen. Also hier haben wir noch einen Stein, der einen anderen Hersteller hat als Lego. Das finde ich ja super, dass da mehr und mehr Varianz auch mit reinkommt. Das freut mich. Diese großen Plates gibt es tatsächlich relativ häufig. Die kennt der eine oder andere bestimmt. Das sind die, die hin und hohl sind. In der Regel brechen die an diesem Kreuz heraus oder reißen an den Seiten ein. Diese hier ist intakt. Das ist echt gut. Die hat auch keine Spannungsrisse. Das ist schön. Das ist eine gute Grundlage zum Bauen. Jetzt haben wir hier noch Fensterelemente. Haben wir hier mehr dabei. Oh, eine Schatztruhe in Brown haben wir mit bei. Mehr Bricks, Slopes, ein paar Fliesen sind noch. Oh, okay, hier ist auch wahrscheinlich einer durchgerutscht. Der ist auch, der ist ziemlich, ziemlich fertig. Also das ist hier das zweite Teil. Ist nicht dramatisch. Wie gesagt, allein vor dem Hintergrund, dass diese Box 25 Franken kostet. Also das ist alles in Ordnung. Das hier ist auch kein Lego-Teil. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das wirklich ein Klemmbaustein-Teil ist. Also es ist auf jeden Fall eher ein ungewöhnlicheres Element hier drin. Was haben wir hier noch? Hier sind noch mehr Minifiguren, Zubehörelemente, Wedges, Zaunelemente, nach denen werde ich überraschend häufig gefragt. Die habe ich dann meistens ganz lange im Shop und dann kommt irgendeiner, der kauft davon mal 150 Stück. Falls ihr die verbaut, lasst mich das mal wissen. Mich würde interessieren, was ihr damit macht. So, dann haben wir hier noch einen Brick. Oh, der ist auch ziemlich fertig. Der hat mal irgendwas Ätzendes abgekriegt. Der ist von außen irgendwie ein bisschen angegriffen, als wäre man da mal mit Nitroverdünnung oder so rübergegangen. Das ist nicht so cool. Ah, eine von den Radkappen Speed Champions. Der eine oder andere wird das kennen. Aber auf jeden Fall, oh, das ist schade, hier ist ein kaputtes Teil drin. Das sieht jetzt leider nicht so aus, als wäre das auf dem Versandweg passiert. Das ist nicht so schön. Dann haben wir hier Space Helm, leider mit dem ganz klassischen Bruch. Da ist unten der Helm kaputt. Ich denke, das kennen viele Leute, die hier in Richtung Space unterwegs sind. Hier sind noch ein paar Technikkonnektoren drin. Hier hat sich eine Perle rein verirrt, die auch kein Lego ist an der Stelle. Hier haben wir noch einen Brick, der hat auch die besten Zeiten definitiv hinter sich erlebt. Der war mal blau, der ist jetzt mehr grün. Hat auch arge Bissspuren. Was haben wir denn hier? Oh, das ist ein Lego in einer interessanten Farbvariante. Hier haben wir noch ein Nexo Knight Schild. Ich mag ja diese Prints, die da drauf sind. Die sind manchmal echt witzig. So, was haben wir hier noch? Slopes. Jede Menge Schrägsteine in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben. Hier ist noch eine Weste. Die hat leider das eigentlich auch schon erlebt. Die ist, das könnte auch hier auf dem Transport passiert sein. Die ist jetzt verbogen. Die hat auch starke, wirklich starke Bissspuren drauf.
Also das ist da an der Stelle nicht so gut. Hier ist ein Zellulose-Acetatstein mit dabei. Der ist krumm, also der ist nicht mehr gerade. Den kann man noch verbauen. Der wird sich aber weiter verziehen, wenn er einmal damit angefangen hat. Zellulose-Acetat wurde bis in die 60er bei Lego benutzt. Und dann ist man umgestiegen aufs ABS, genau aus diesem Grund, weil das extrem thermoanfällig ist und im Prinzip ab 30 Grad, also ein warmer Sommer reicht da, mit der Verformung anfängt. Wir haben ja jede Menge klassische Bricks, wo habe ich die jetzt hingelegt. Oh, hier ist noch ein Köcher und wir haben hier noch eine rote Tasse. Mehr Bricks. Wenn hier noch irgendwas spannend. Federschmuck in Blau. Ein Walkie-Talkie. Epauletten. Jetzt mal ohne Mist. Für Epauletten kannst du dich blöd bezahlen auf Bricklink. Also das ist schon echt krass. Also rote Epaulette ist auch keine günstige Sache, muss man auch ganz ehrlich sagen. Hier ist noch ein Zellulose-Acetatstein. Man sieht schon, die wackeln auf den Tischen hinterher, weil die krumm sind. Wie gesagt, die kann man noch verbauen. Das lohnt sich vor allen Dingen, wenn man so Gebäude hat, wo man irgendwie so einen Vintage-Look reinmachen muss. Vielleicht irgendwie auch mal so ein kaputteres Dach darstellt. Ich weiß noch, Marcello hat mich mal angeschrieben, ob er ein paar von unseren Schrottsteinen haben kann für sein Motorrad-Clubhaus. Die habe ich ihm dann auch sehr gerne geschickt. Hier ist noch ein Zellulose-Acetatstein, der ist auch durch. Hier ist noch ein Walkie-Talkie. Kleine Pflanzenelemente, die sind auch nicht schlecht. Ein paar Arches sind mit dabei. Hier haben wir noch einen Schraubenschlüssel. Mehr Bricks. Mehr Pflanzteile. Was haben wir hier noch? Ah, hier haben wir noch eine Tile, eine von den 1x1 Pearl-Gold-Tiles, auf denen das Schloss drauf ist. Jetzt suche ich aber hier nochmal. Hier ist leider noch ein gebrochenes Teil. Das ist nicht so schön. Das hier ist ein Hersteller. Ich weiß aber nicht, welcher das ist. Aber der hat das Problem. Bei dem sind die Noppen höher als bei den Standardherstellern, weshalb, wenn man da eine Plate drauf sitzt, passt das nicht. Die steht ab. Das heißt, das hier ist leider ein Hersteller, der ist nicht vollständig kompatibel. Das muss man da ehrlich dazu sagen. So, hier ist noch eine Tasse. Oh, hier ist, das ist auch schade. Hier ist leider eine Fliese drin, die auch gebrochen ist. Hier noch eine Scheibe, eine Frontscheibe. Die sieht auch noch überraschend gut aus, trotz dass ich jetzt hier drin rumwühle. Das ist eigentlich echt eine gute Scheibe. Jetzt haben wir hier noch mehr Technikelemente. Oh, ein Akkuschrauber. Das ist auch so Minifigurenteile sind sowieso immer gut. Davon gibt es viel zu wenig. Die kennt bestimmt auch der ein oder andere noch. Alte Technikfliese war zum Beispiel in den Rennautos mit drin und in den roten Fahrzeugen, die man dann mit den Motoren noch betreiben konnte. Das kennt bestimmt der ein oder andere noch. Wir haben hier noch mehr Plates. Also hier ist doch schon einiges an Auswahl auch gegeben, was man hinten dran hat. Ihr seht jetzt, die Qualität ist sehr gemischt. Wieder Playmobil. Es kann Playmobil dabei sein. Schon den dritten Teil dabei gefunden. Ist aber nicht schlimm. Also vor allen Dingen vor dem Hintergrund A, dass das Ganze hier aus einem Non-Profit-Projekt bekommt, dass das aus Spenden ist, dass hier Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung wirklich wieder in die Arbeit, wieder ins Leben zurückfinden, auch mit hinten dran, auch eine Beschäftigung haben, dass hier wirklich zu einem super günstigen Preis, also 25 Franken, ihr hier Steine bekommen könnt. Das ist schon echt toll. Und auch wenn jetzt hier noch ein Bruch ist, muss ich sagen, vor diesem ganzen Hintergrund ist das für mich okay. Also allein die Tatsache, hier ist noch eine typische Star Wars-Pistole, die liegt dann auch schon so bei 30 Cent. Es sind hier Teile drin, die auf jeden Fall im Wert komplett passen. Selbst wenn man jetzt das aussortiert, was wirklich kaputt ist oder sehr, sehr stark verkaut, das ist nicht schlimm und ihr habt immer noch jede Menge Steine zu einem Preis hier. Auch die hier, die alten Hinge Bricks mit den Hinge Plates sind es ja, mit den 13. In Weiß wären die noch teurer, in Schwarz kosten die aber auch schon 20, 30 Cent das Stück. Also, das ist eine sehr, sehr interessante Wunderkiste, was hier alles drin ist. Wir haben ein paar Minifiguren mit dabei.
Hier ist noch eine Rettungsweste von den Minifiguren. Es sind wirklich viele Teile dabei, die in einem sehr, sehr guten Zustand sind. Hier ist noch ein Trinkglas. Hier habe ich gerade noch einen Säbel entdeckt in Dark Grey. Hier haben wir noch eine Pferdesattel mit dabei. Also, das muss ich einfach sagen, das sind Sachen, die sich lohnen. Mütze, noch ein Pflanzenelement, ein paar Technikteile sind mit dabei. Oh, hier ist noch ein Teil dabei von einem anderen Polybrick. Ja, das erklärt, warum der sich so anders anfühlt. Dann wird der wahrscheinlich aus einer anderen Kunststoffverbindung bestehen. Vielleicht auch Polyethylen oder so ähnlich. Ja, interessant, kenne ich auch nicht. Ist auch ein Hersteller, der mir überhaupt nichts sagt. Also, es sind Steine dabei in unterschiedlichen Farben, unterschiedliche Hersteller. Ihr habt hier eine ganz gute Grundlage, wenn ihr eure Städte, eure Bauprojekte erweitern wollt. Das Projekt hat ein bisschen in Sachen Qualität durchaus noch ein bisschen Spiel nach oben. Es ist ja noch jung, aber ehrlich, das ist krasse Sache. Im Preis wirklich nicht mehr schlagbar. Und es ist einfach, da hat sich jemand Gedanken drüber gemacht, was kann man aus Sachen machen, die keiner mehr braucht, die Leute auch loswerden wollen, die für den Müll zu schade sind. Ich meine, die Leute geben das ja freiwillig ab, die werden ja nicht gezwungen dafür, hier, ihr schickt uns jetzt mal bitte die ganz, ganz viele Klemmbausteine, damit wir hier irgendwie ein Projekt starten können. Das ist eine mega gute Sache. Also wirklich, ich finde das ganz, ganz, ganz grandios. Und wenn ihr in der Schweiz seid, schaut doch mal, ob ihr es vielleicht auch mal ausprobieren könnt. Wie gesagt, in jeder Box ist was anderes drin. Schwarze Hände sind übrigens auch echt teuer dafür, dass das Teil so klein ist. Da ist auf jeden Fall eine Menge Zeug, mit dem man viel, viel anfangen kann. Und wenn ihr hinterher eine Handvoll habt, wo ihr sagt, ja, okay, das benutze ich jetzt vielleicht eher nicht, dann habt ihr hier trotzdem eine ganze Menge Sachen mitgenommen, die wirklich euch ja bei eurem Projekt unterstützen können. Und damit gehen wir auch mal zurück und ich packe mal kurz wieder zusammen. Jetzt habt ihr mal gesehen, was hier so drin ist. Natürlich, in jeder Box ist was anderes drin. Jedes Konvolut hier wird wild zusammengewürfelt aus den Steinen, die da sind und gespendet wurden. Hier können Teile von alternativen Herstellern drin sein. Das meiste ist Lego, einfach weil die häufigsten Steine immer noch Lego sind. Und hier wird etwas echt Gutes getan damit. Hier wird vor allen Dingen eine Lücke geschlossen, die die meisten Hersteller, egal um welches Produkt es geht, nicht schließen, nämlich ein Full Life Cycle Service zu ihrem Produkt. Kaum ein Hersteller da draußen nimmt Waren, die der Endverbraucher nicht mehr braucht, wieder zurück. Adidas kümmert sich nicht um das Recycling und das Entsorgen ihrer Kleidung. Lego kümmert sich auch nicht um das Entsorgen und das Recycling von ihrem eigenen Produkt. Eine große Kritik, die auch Organisationen wie Greenpeace seit Jahren anbringen. In den Staaten verfolgt Lego ein ähnliches Projekt, das nennt sich Replay. Ich verlinke euch das mal unten, aber dieses Projekt gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Ja, die Staaten und Kanada ist es, glaube ich, was dahingehend bedient wird. Aber es wäre bitter nötig, dass wir mehr Projekte dieser Art haben. Dinge nutzbar machen, Dinge reparieren. Wir haben so wahnsinnig viel Müll auf dieser Welt. Das ist etwas, was sich in meinen Augen wirklich dringend ändern sollte. Und wenn ich hier zwei Boxen habe, dachte ich mir, ihr sollt auch was davon haben. Vor allen Dingen, weil man Rebricks zurzeit nur in der Schweiz bekommt. Ich möchte diese beiden Boxen hier verlosen. Es ist jeweils 1 Kilo Klemmbausteine drin. Ihr habt es gesehen, ich habe es jetzt aufgemacht, ich hatte es mal in der Hand, habe es wieder zusammengepackt. Und jetzt könnt ihr die gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Ganz ehrlich, unter diesem Video kommentieren Hashtag Recycling. Und ich möchte von euch wissen, was ihr zu diesem Projekt sagt. Würdet ihr euch daran beteiligen? Würdet ihr Steine für sowas spenden? Was ist es eurer Meinung nach, was man mit Steinen machen sollte, die man nicht mehr braucht? Ich habe euch hier ja schon ein paar mehr Projekte dahingehend vorgestellt und gerade mit dem Klemmbausteinschrott beschäftigen wir uns ja auch seit Anbeginn dieses Kanals. Das heißt also, ihr macht den Hashtag Recycling unten rein, schreibt eure Ansichten, Meinungen zu diesem Projekt, zum Thema Klemmbausteinschrott, was soll damit passieren und zack, seid ihr im Lostopf drin. Versand übernehmen wir hinterher, ihr könnt europaweit mitmachen, da hinten dran kriegen wir dann schon geregelt. Nicht aus der Schweiz. Ihr solltet wirklich losgehen. Geht zu Migros und holt euch diese Boxen. Günstiger wird es nicht.
Und mit diesen Eindrücken wünsche ich euch eine tolle Zeit. Baut etwas Schönes. Baut euch eure Welt, wie sie euch gefällt, und lasst euch hinterher nicht sagen, was ihr mit euren Sets oder euren Steinen machen sollt. Und bis wir euch in den Kommentaren lesen, lebt lang und in Frieden.